Wir sind nun bei Aufgabe C angelangt. Ermitteln Sie, nach wie vielen Sekunden das Fahrzeug eine Momentangeschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde erreicht. Hier die Geschwindigkeitszeitfunktion. Pausiere das Video und berechne selbst. Wir setzen also v von t gleich 20, erhalten minus 0,8t² plus 8t gleich 20, formen um, dividieren die ganze Gleichung durch minus 0,8 und wenden dann die kleine Lösungsformel an. Das Ergebnis ist 5. Als Antwortsatz: Das Fahrzeug hat nach 5 Sekunden eine Momentangeschwindigkeit von 20 Meter pro Sekunde erreicht. Jawohl! Zweiter Teil: Beschreiben Sie verbal und/oder mit Hilfe einer Skizze den Geschwindigkeitsverlauf in den ersten 5 Sekunden. Ich schreibe die Funktionsgleichung nochmal hier hin und ein Koordinatensystem. Skizziere nun selbst, am besten auf einem Blatt Papier, den Funktionsgraphen von v. Wir ermitteln Funktionswerte, zeichnen die Punkte ein und legen dann eine Kurve durch die Punkte. Und nun sehen wir, dass die Geschwindigkeit immer größer wird. Sie steigt zuerst schneller an, dann etwas flacher. Wir sollen hier aber nur den Geschwindigkeitsverlauf beschreiben. Das heißt, es reicht, wenn wir schreiben, die Geschwindigkeit steigt in den ersten 5 Sekunden an. Nun zur Aufgabe D. Wir brauchen hier wieder fast die ganze Angabe. Der Anhalteweg setzt sich aus dem Reaktionsweg und dem Bremsweg zusammen. Berechnen Sie die Zeit, die vom Einsetzen der Bremswirkung 11 Sekunden nach Beginn der Bewegung bis zum Stillstand des Fahrzeugs verstreicht. Bremswirkung nach 11 Sekunden? Er sieht doch nach 10 Sekunden schon das Hindernis. Jedoch stimmt, er braucht eine Sekunde, um zu reagieren. Das heißt, er beginnt erst nach 11 Sekunden zu bremsen. Nach 11 Sekunden beginnt der Bremsweg, davor eine Sekunde lang Reaktionsweg. Das ist der Weg, den die Person eben in dieser einen Sekunde ohne Bremsen mit dieser konstanten Geschwindigkeit noch zurücklegt. Und wir sollen berechnen, zu welchem Zeitpunkt das Fahrzeug still steht, genau bei diesem Hindernis. Wir sollen den Geschwindigkeitsverlauf ab dem Zeitpunkt t gleich 10 in der angegebenen Abbildung grafisch darstellen. Zum Zeitpunkt t gleich 10 Sekunden hat der Lenker noch die Geschwindigkeit 15 Meter pro Sekunde und zwar genau eine Sekunde lang. Dann beginnt der Fahrer zu bremsen. Wir wissen aber nicht genau, wie schnell er bremst. Wir wissen nur, der gesamte Anhalteweg sind 90 Meter. Wir kennen aber auch den Zusammenhang, dass das Integral der Geschwindigkeitsfunktion den Anhalteweg ergibt. Schreiben wir ihn mal auf. Integral von 10 bis t, v von t dt sollen genau 90 Meter sein. Allerdings kennen wir ja das v nicht genau. Das wollen wir ja berechnen. Und deshalb nehmen wir uns den anderen Zusammenhang zugute, dass wir ja wissen, dass das Integral der Fläche zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse entspricht. Wir haben also einmal diesen Balken vom Reaktionsweg, das ist eine Sekunde mal 15 Meter pro Sekunde, 15 mal 1 plus, und dann eben wird hier gebremst, jedoch wissen wir nicht, wie stark. Aber die Fläche ergibt sich auf alle Fälle durch t mal 15 Meter pro Sekunde durch 2. Schreiben wir es hier hin. 15 mal t durch 2 gleich 90. Durch Umformen erhalten wir nun t gleich 10 Sekunden. Also nach 10 Sekunden Bremsen erreichen wir das Hindernis in 90 Meter Entfernung. Das heißt, wir haben folgende Geschwindigkeitsfunktion. Als Antwortsatz können wir also schreiben, das Fahrzeug kommt 10 Sekunden nach Einsetzen der Bremswirkung zum Stillstand.
Was wir nun noch machen sollen, ist den Anhalteweg grafisch kennzeichnen. Der Anhalteweg entspricht der Fläche zwischen Funktionsgraph und horizontaler Achse, also genau dem hier.